Ey, Jungs, könnt ihr die Tür zumachen? Show, Samuel. Was geht, Mann? Ja, Mann. Alles gut. Wie geht's? Release Friday. Ich häng rum mit meinen Jungs an einem Freitag. Was geht ab? Release Friday ist wieder am Start. Zitate werden gedroppt, Alter. Die Zitate werden gedroppt. Ich gar nicht gedacht, ja. Also ja, Mann. Release Woche 39 2019. Ja, da sind wir wieder. Wir sind letzte Release-Woche des Septembers übrigens. Mein Geburtsmonat, Alter. Bevor wir in Drakes Geburtsmonat reingehen. Dementsprechend. Richtig. Ja, feierlich. Große Namen heute wieder am Start. Nicht so groß genau, wie Genau, Jonas und Samuel. Du bist wieder da auf jeden Fall. Ich bin wieder da. Ja, letzte Woche war natürlich ein überschwemmender Release Friday. Die Hülle und Fülle an Superstars, die da gedroppt haben. Diese Woche aber haben wir auch viele Namen, neue Songs, interessante Sachen. Ich würde sagen, normalerweise frage ich ja in die Runde, mit wem sollen wir anfangen. Jetzt mache ich es eigenmächtig, weil ich denke, es ist offensichtlich, mit wem man starten sollte. Großes Comeback nach Jahren der Abstinenz. Oh. AON, Veteran, oh. MVP. SSEO ist back, Alter. Lotte. Boah, jetzt wollte ich ausdrücken gerade, ja. Crazy. Hat Papa Hase am Start. Ey, Alter, wir haben schon wieder eine neue Konstellation übrigens, ne? So saßen wir ja auch noch nicht. Echt? Moment, haben wir noch nie wir drei gemacht? Nee, du bist doch eh erst zum zweiten Mal dabei, ne? Dritten. Zweite Mal. Zweite Mal. Und echt? Die nächsten Male folgen. Wirklich? Ja. Ja, klar. Letzte Woche zum ersten Mal? Natürlich, ja. Bruder. Premiere mit dir muss doch sein. Ach so, krass. Ich dachte, du warst schon mal. Ich hätte mit dir und Clark oder so mal gemacht, hatte ich so im Gefühl. Ah, Baby. Kann Boah, sein, aber vergessen. Dings haben wir aber viel gemacht. Beim Wireless haben wir ein bisschen was yes, gemacht. Sir. Und Frauenfeld. Genau. Sir. Ja, CEO ist zurück, Alter, aus dem Bonner Loch. Er ist zurück nach, ich glaube, 3 Jahren Abstinenz, kein Album gedroppt, keine Single gedroppt und so weiter und so fort. Vieles hat sich verändert natürlich, auch in seinem direkten musikalischen Umfeld natürlich viel verändert. Ist zurück mit Hasch, Hasch. Aus dem Bonner Loch nach Asien. ja, genau. Vermutlich, wir haben gerade gemutmaßt, ist es Tokio? Könnte sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwo im südostasiatischen Raum auf jeden Fall. Ja, genau. So. Hasch, Hasch heißt der Song. Direkt Hash. Mit einem Feature-Gast ist vielleicht übertrieben gesagt. Hash. Samuel. Cash. Deutet es schon an hier. Mit dem Brös persönlich. Ja, sowohl Mann. Im Video als auch im Song. In der Hook leistet er da durchaus prägnante Unterstützung. Ja. Unterstützung, die im Ohr hängen bleibt. Ja. In der Hook. Hasch, Hasch, Cash, Cash. Hash, Hash. Ja. Ja, was sagt er? Die Erwartungen waren groß. Ja, sehr groß. Der Messias ist am Start, direkt auch wieder mit, es ist so ein Running Gag geworden, dass er die Videos natürlich sehr humorvoll gestaltet und erstmal ein Joke zur Einleitung macht. Ich glaube, erst so nach 2 Minuten 20 geht der Song überhaupt los. Ja. Wollen wir darauf eingehen? Auf das Schauspiel? Ja, gerne. Weil ich finde, natürlich stand die große Frage im Raum. CEO hat einen ganz klassischen Stil, so den er geprägt hat und für den man ihn kennt, auf den man gewartet hat, auf den man auch heiß war, wenn man vielleicht heutzutage mit den aktuellen Entwicklungen nicht so konform ging. Dementsprechend ja auch der Albumtitel, denke ich, Messias und so weiter und so fort. Deswegen stellte sich für mich die Frage, wie kommt ein CEO rein und spielt seine Karte aus in Anbetracht der Tatsache, dass er jetzt in einem Label und in einem Umfeld agiert, das voll ist von diesen jungen Rappern, die quasi gegen die er sich quasi soundtechnisch stellt. Also er greift die natürlich nicht an, ne? Aber das ist natürlich. Ja, das wobei ich, das besprechen wir gleich noch. Deswegen war es für mich irgendwie logisch, dass die mit einem Witz reinkommen auf diese Kosten und diese Situation einfach auflockern, weißt du? Und dann halt locker reinstarten in die Sache so. Bevor man sich noch irgendwie falsche Gedanken macht. So. Waren auf jeden Fall wieder gute Moves, so, ja. Mit diesem Kai, der am Pool sitzt, so, weißt du? Ja. War schon nicht schlecht. Man hat geschmunzelt. Und das hatte die ganze Sache noch so verlächerlicht, weißt du? Ja, man konnte das jetzt noch weniger ernst nehmen, dass es vielleicht eventuell doch so sein könnte. Mhm. Mero hat das letzte Juice-Cover offenbar bekommen. Ey, das war nice, Alter. Das war nice, Alter. Well, geil. Da steht dann so auf dem Cover so, Klicks, Klicks, Klicks. Das haben die krass gemacht auf jeden Fall, ja. Safe. Ja, ich muss auch sagen, wann war das? Letztes Jahr irgendwann, als CEO und Ratar dann eine Vertragsverlängerung gepostet haben, dass er bei AON bleibt. Da muss ich sagen, dachte ich auch schon, okay, ist ein Statement. Weil ich hatte auch zwischendurch schon die Vermutung, okay, vielleicht ist er weg von AON, man weiß ja nicht. Zu Banger Music. Genau, die haben mehr Cash, die können die besser bezahlen. So. Jetzt mal wirklich ernst gesagt, also, dass man jetzt nicht, dass ich dachte, okay, vielleicht haben die Streit oder so, aber man weiß ja nie, wenn man so lange aus der Öffentlichkeit weg ist und man hat die jetzt auch nicht großartig zusammen gesehen. Ratar hat sich ein komplett neues Roster mit verschiedenen Labels und Vertriebswegen und so aufgebaut. Ja, genau. Dass da, während Schwester Eva die ganze Zeit juristische Probleme hat, Kalim ist vom Label weg. Man wusste ja gar nicht so das klassische AON, was es noch vor ein paar Jahren gab.
ist nicht mehr existent, das kann man ja sagen, so in der Form. Mhm. Und ein CEO hat ja auch genug Erfolg und Legacy gehabt die letzten Jahre, mhm. dass er, denke ich, ohne Probleme überall hätte Deals bekommen können oder ja, sein eigenes Ding hätte machen können, ohne da jetzt irgendwie. Ich hatte nicht die Vermutung, die im Streit oder so, aber hätte ja mhm. sein können, vielleicht macht er jetzt sein eigenes Ding. Dann das Statement, ey, ich bleib hier. Man sieht ja auch bei Kalim, er ist ja auch nicht im Streit ausgegangen. Er hat ja heute sogar noch gepostet, ey, Kalim, was hältst du von CEO? Und er hat geschrieben, ey, das ist mein Bruder und so. Also da ist ja auch alles in friedlicher Art und Weise auseinandergegangen. Aber halt stilistisch, irgendwann war das dann so auseinander, das neue AON und da, wo Kalim halt musikalisch steht, dass sich das einfach getrennt hat. Und genauso hätte man das auch bei CEO vielleicht, wäre jetzt auch nicht überraschend, wenn so gekommen wäre. Ja, sowohl musikalisch als auch erfolgstechnisch. Also irgendwann ist es ja auch vielleicht ein bisschen so der logische Schritt, dass ein Künstler sagt, ich nehme das Heft des Handelns jetzt selbst in die Hand. Das hatten wir ja oft genug die letzten Jahre, dass halt Casey, Casey damals, ein Kollege von Selfmade weg und so, wo ja jetzt auch nicht dann Rosenkrieg oder so stattgefunden hat, sondern ja, das ist ja ein logischer Schritt irgendwann, dass man sagt, ey, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ja, irgendwie schon. Das ja. Thema hatten wir auch kurz letzte Woche schon, Thema Labels und Künstler und so weiter. Meint ihr, wenn so eine Situation entsteht, dass halt ein Label sich komplett unstrukturiert oder in eine ganz andere Richtung geht, wäre es sinnvoll für einen Künstler wie CEO, der offensichtlich was anderes macht, sich zu trennen? Oder ist das möglich, das beides zu machen, wenn vielleicht der Fokus doch eher auf einer anderen Schiene fliegt? So? Also ich würde sagen, das hat immer sehr viel mit der spezifischen Situation zu tun und der Konstellation in dem Label. Grundsätzlich finde ich, ist das ein sehr schwieriges Vorhaben, ein Label umzustrukturieren. Das ist fast unmöglich so. Das hat man auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen mit diversen Labels in Deutschland und auch in den USA eigentlich noch besser, dass dieser dieser Generationenwechsel innerhalb eines Labels mit all dem, für was das Label steht und stand und so weiter, ist sehr schwierig. Ich finde es beeindruckend, wie Xatar das hinbekommen hat. Er hat die richtigen Künstler gesigned, hat die richtigen Moves gemacht und so weiter. Und AON heute hat einfach einen ganz anderen Stellenwert und ganz anderes Image als damals. Also das hat er erstens schon mal gut hinbekommen, weil das scheitert allein schon daran meistens. Ja. Und zweitens finde ich, dass CEO, also du musst als Künstler, der vorher schon da war, dann einfach gucken, was kann ich dem Label immer noch geben und was kann das Label mir immer noch geben? So ganz pragmatisch. Und ich finde, in der Konstellation jetzt gerade, kann CEO auch immer noch sehr viel von AON bekommen und vice versa. Er gibt AON sowieso viel. Guter Musiker, krasser Typ, erweitert das Roster, ist ein bisschen vielfältiger und so weiter. Also ist sowieso, historisch gehört er zu AON, das ist gar keine Frage. Und ich glaube auch AON in der aktuellen Lage, ich zähle jetzt mal Mero und Seruel, Mero Groove Attack Tracks auch jetzt mal zu AON. Genau, ich wollte sagen, Mero ist ja auch nicht bei AON. Also ja. AON sind ja jetzt gerade Sami, CEO, Xatar und Enno und Ever, glaube ich, auch noch. Ever, ja, auch noch, aber ist halt gerade nicht so aktiv aus Gründen. Genau. Aber wenn wir jetzt über das Camp sprechen, sind natürlich so die dominanten Stärken, sind natürlich Enno und Mero gerade, über die man halt spricht, und Cedro und Mero natürlich. Und ich finde, so sehr man über die meckert und so sehr die Leute sagen, ey, das ist kein Rap, was für ein Unsinn, das Argument sowieso Unsinn, das ist kein Hip-Hop, die singen nur bla bla bla. Ich finde, das sind sehr gute Rapper. Speziell Enno und Mero sind krasse. Seruel Mero auch, Alter. Was der auf Instagram manchmal macht. Das sind krasse Rapper. Und wenn ich mir zum Beispiel einen Song vorstelle mit CEO, Enno, Mero, Seruel Mero, was die da rap-technisch veranstalten können, allein auf dem Song hätte Enno auch performen können. Oder CEO als Feature auf dem Entourage-Track von Enno, Alter. Puh. Also ich finde, die passen musikalisch, haben die schon eine Ebene. Das sind alles gute Rapper auch. Das ja, sind halt CEO ist ja auch einfach ein Flow-Monster. Ja. Der, also eine Anekdote zum Beispiel bei dem Chronik 3-Ding, wo ja alle sagen, Alter, der einfach alles rasiert. Mit Kollege und Karate Andy, das war ja der erste Track damals aus dem Selfmade-Sampler, dem dritten. Und da hat er ja auch bei Roos damals gesagt, ich selbst hätte den Beat niemals gepickt. Aha, so, ja. Er meinte, das war so ein Bezazian-Beat, ne? Ja, dieser Bezazian ADS Epilepsie-Beat, Alter. wo auch, glaube ich, eine Warnung ist am Anfang des Videos. aus soundtechnisch und bildtechnischen Gründen. Und er meinte, ja, ey, wir kamen ins Studio und so und Dings hat den Beat vorgespielt und er hat einfach gesagt, ja, ich gehe da drauf, cool, aber er selbst hätte den jetzt nie für sein Album genommen. Aber da sieht man ja auch, der ist stilistisch und flowtechnisch, kann der sich anpassen und sein Ding abliefern auf verschiedensten Beats. Krass, so. Und auch jetzt wieder auf dem Hasch-Hasch. Ich weiß gar nicht, von wem die Produktion ist. Natürlich ist das ein Beat, der für CEO geschneidert ist. Mhm. Aber da hat er auch verschiedene Flow-Arten, Flow-Wechsel und zwischendurch fast schon Double-Time-artige Passagen. Ja, ja. Also, er bringt da nochmal auf jeden Fall eine andere Nuance mit in den Style von AON. Vom Inhaltlichen und von seiner Attitude und das, was ihn ausmacht, mal ganz abgesehen. Ist, bei YouTube leider nicht vermerkt, Alter, tatsächlich.
Oh. Bisschen untypisch für AON, finde ich. Die schreiben da sogar tatsächlich manchmal Samples und so rein. Also die sind ja sehr. Also das Video steht da in wirklich detaillierter Dings. Shoutout an den Fahrer. Das ist krass, da steht jeder drin zum Video. Fahrer Johannes Rabold. Übersehe ich gerade, wer es produziert hat. Das steht. Ah, doch, hier, Beat Maestro. Maes. Na klar, okay. Logisch, total logisch. Es ist auch so logisch, dass man es eigentlich gar nicht mehr hinschreiben braucht, das stimmt. Maestro hat produziert, Hausproduzent. Wir nehmen alles zurück. Historisch natürlich irgendwo auch Gründungsmitglied von AON, deswegen ja, gewohntes Team. Ja. Yeah. Sollen wir dann auf den Song eingehen? Gerne. Was sagst du, Aria? Ich muss sagen, ich war sehr gespannt. Krass, was du. Warte, ich würd deren dich erstmal hören, weil du meinst, du hast sehr lange drauf gewartet und dass du es feierst, also dass du gespannt warst auf den. Ja, ich war gespannt auf jeden Fall. Ich feiere Sio halt. Jetzt hat er gerade gehofft, dass er das hier immer. Nein, Quatsch. Nein, ich wollte nur ein bisschen so hier ein bisschen was reinwerfen, den ganzen Mix. Die Diskussion. So, ein bisschen Feuer geben, den ganzen. Aber ich kann gerne anfangen, kein Problem. Willst du die Flamme entzünden? Ja, so mache ich. Warte. Wir haben zu viel Feuer gemacht. Letztes Mal schon zu viel Feuer gemacht. So, verbrannte Erde hinterlassen. 3 Jahre hat man nichts gehört von ihm. Man hat lange gewartet. So. Er macht doch geschichtliche Sinn. Machst du Dings, Alter? Machen wir Kino-Trailer? Komm, wir machen keinen Kino-Trailer. Nein, kurz und knackig gesagt, es hat mich nicht komplett vom Hocker gehauen. Mhm. Ich war sehr froh darüber, dass er wieder da ist. Auf jeden Fall. Das Video am Anfang hat mich mitgerissen, direkt wieder zurück in seine Art, so, die man ja sowieso übertrieben feiert. Seine Fans sind ja auch übel loyal zu ihm und haben auch ihn bombardiert, dass er endlich was Neues bringen soll. Und dann, ich weiß nicht genau, was mich gestört hat. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass der Beat mir nicht kopfnickerisch genug war, so wie ganz früher so. Mhm. So richtig diese. Vielleicht ein bisschen zu schnell auch. Ein bisschen zu schnell, genau. Das hatte ich auch das Gefühl am Anfang. Es war ein bisschen zu schnell. Mhm. Es ist ja oft so, nach dem zweiten, dritten Mal hören und so, dann wirst du ein bisschen wärmer. Ich habe dann auch jetzt den Song jetzt schon ein paar Mal gehört und konnte mich ein bisschen mehr reinhören, so hab ein paar mehr Sachen verstanden, die auch lustig waren auf jeden Fall. Er schießt ja auch ab und zu. Tatsächlich auch. Auch ein bisschen in Richtung seines eigenen Camps. So, könnte man, wo könnte man kann so, man so hindeuten, kann man so mal, ja. Genau. Ja. Ich hoffe, dass auf dem Album selber noch Songs drauf sind, die mich noch mehr catchen als der. Der war auf keinen Fall schlecht und ich bin froh, dass jetzt wieder was kommt. Aber ich hoffe, dass, wie gesagt, auf dem Album selber noch 1, 2, 3, 4 Songs dabei sind, die mich mehr catchen als der jetzt. Ja, das sah Clark ähnlich, um ihn hier auch noch irgendwie zu platzieren. Ah, okay. Er hat ja auch in der Gruppe geschrieben, der Song ist cool, aber er vermutet jetzt nicht, dass das der stärkste Song vom kommenden Album sein wird. So, ne? Ja. Dafür aber, ich glaube, der Beat am Ende, der wird dir wieder Nackenschmerzen bereiten. Oder der Beat am Ende, der war sehr nice. Ja, Mann, der war sehr nice. Das habe ich so auch gerade schon zu dir gesagt. Ich glaube, der wird gut. Bruder. Das ist so dieser Klassiker, wenn man vom Ende eines Videos, gibt es ja immer einen Beat, der sich dann wiederholt durch die Promophase, der immer das Album antießt, zu dem dann die Box und so eingeblendet wird. Das sind gefühlt dann meistens die krassen. Das ist ein Beat, so, also, auf den alle warten. Ja. Und eine sehr nice Pointe auch noch am Ende. 2020 wird dann diesmal findet die Tour 100% statt Tour stattfinden. So heißt die Tour, weil er hat sie zweimal verschoben, er hat ihr Album verschoben und so weiter. Ja. Auch im Tourtitel spiegelt sich der Humor wieder. Ja. Ja, also ich, genau, wie Samuel gerade schon meinte, ich war nicht unbedingt überrascht, aber ja, doch schon ein bisschen, wie viele Lines da dann doch drin waren. Die schon auch Statements setzen, ne? Also erstmal lacht man und haha und lustig und jetzt ist Sio wieder da und alles nur voll Humor, aber da sind auch schon ein paar Statements, in denen er, also es hat, ist jetzt schwer zu vergleichen, aber er macht auch so auf seine Art und Weise, wie es ein Sido tut in seinen Singles, irgendwie klar, wo sein Standing ist und was er so ein bisschen von der neuen Bewegung hält, natürlich auf eine etwas andere Art und Weise. Aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil er halt auch eben die etwas klassischeren Hip-Hop-Elemente bedient. Ja. Auf jeden Fall. Oder Rap-Elemente. War auch für mich interessant zu sehen, wie er das versucht zu taktieren. Mhm. Weil er muss sich positionieren eigentlich. Es wird von ihm erwartet, von seinen Fans und von der Szene, dass er als die Position, die er hat, oder das Standing, was er hat, als traditioneller, irgendwie Boom-Bap-beeinflusster, klassischer, starker, technischer Rapper
sich einfach irgendwie gegen die aktuelle Bewegung positionieren. Das hätte er nicht machen müssen, aber war irgendwie logisch, dass er es macht. Und ich habe mich halt gefragt, wie will er das schaffen, ohne halt quasi Friendly Fire auf sein eigenes Team zu schießen. Und er hat damit nicht gespart. Also es war jetzt nicht irgendwie mit Samthandschuhen. Du hast nicht das Gefühl, er versucht da irgendwie Eiertanz drumherum zu manövrieren, sondern es war straight auf Shisha-Club-Playlist geschossen, so wo halt auch er nochmal auf dem Cover ist, weißt du, um das halt straight zu sagen. Gegen die Gucci-Rapper geschossen. Gegen die Gucci-Rapper geschossen, so. Auch und, gegen Großfamilien? Also oder gegen Rapper, die mit Großfamilien sich umgeben. Ja, wobei das, denke ich, kein, also das hat nö, ja im eigenen konkret, Camp, das findet so, sich das da nicht. Einfach so generell. Nee, das war jetzt gar nicht darauf auf eigenes Camp bezogen, sondern so allgemein einfach als Statement an die Rap-Szene. Ja. Ich fand aber alle, die, genau wie du sagst so, er muss sich ja irgendwo, also was heißt er muss, aber man geht davon aus, dass er sich positioniert. Wäre jetzt komisch, wenn er nur so Funny Lines gemacht hätte, nachdem er so lange weg gewesen wäre, weg gewesen war. Aber ich finde, er macht's, deswegen hatte ich auch diesen Vergleich mit Sido, jetzt nicht auf so eine, ich komme jetzt mit dem Zeigefinger von oben herab, Weise, das weißt stimmt. du, also er macht's auf eine coole Art und Weise und jetzt nicht so auf, boah, ja, okay, jetzt kommst du auch noch an und bedienst genau das, was eh alle hören wollen. Ja, mein Idol sagt, dass die neuen Rapper alle scheiße sind, also so das Gefühl hatte ich nicht, sondern er macht's auf eine coole Art und Weise. Das hat er ja schon immer geschafft. Diese, also da habe ich auch mich auch gefreut, das so zu hören, dass nicht, dass er nicht irgendwie, nichts von ihm ist so verloren gegangen, so hat man das Gefühl, finde ich. Ja, das stimmt, weißt das du? Stimmt, Alter. Außer das, ein das, paar das ist aber was Gutes, was er sagt, ganz kurz, behalt den Gedanken. Ja, weil wenn jemand drei Joke Jahre weg ist, dann so. Ist krass, wenn er zurückkommt, manchmal fehlt die Power, fehlt das, das hatten wir auch die letzten Jahre, dass Leute mal Jahre weg waren, so, und dann kommst du zurück und es knallt nicht mehr, die Stimme ist nicht mehr da, der Hunger ist nicht mehr, Hunger ist halt so wichtig auch. Und bei ihm ist irgendwie, hat man echt das Gefühl, ist eigentlich nichts verloren gegangen, so. Also wir können ja auch ganz offen sagen, dass wir auch zwischendurch überlegt haben, ey, vielleicht wird er sich wundern, wenn er zurückkommt, ob das überhaupt noch so viele Leute flasht und also, weil es ist so, guck mal, 2016 kam 0,9, da sind, also was seitdem ist, Deutschrap wieder, hat sich um 180 Grad, nochmal 180 Grad und nochmal, also hat sich wieder alles verändert, soundtechnisch, konstellationstechnisch, was die Leute feiern, ob, also alles eigentlich, das ist so eine schnelllebige Zeit, kann man kaum vergleichen, was in den 3 Jahren, also was heute ist und was vor 3 Jahren waren, allein das ganze Kommerzielle, wie Musik konsumiert wird. Voll. Und da hatten wir auch überlegt, ey, Rapper werden sich vielleicht wundern, wenn sie wiederkommen und nicht im Streaming-Game aufgewachsen sind, also künstlerisch aufgewachsen, ob das noch so knallt. Gut, dafür ist jetzt noch ein bisschen früh für eine Prognose, wie das jetzt bei ihm aussehen wird, aber der Hype ist auf jeden Fall da. Fast eine Mio jetzt nach einem halben Tag da, das Video, weil Spotify weiß ich gerade nicht, wie es aussieht. Und mein Gedanke, den ich behalten sollte, war einfach nur, er hat nichts verloren. Ich wollte nur sagen, doch, ein paar Kilos. Er hat trainiert. Oder gute Form, Habibi. So. Er hat schon vor ein paar Wochen mal ein Bild von sich gepostet aus der Umkleidekabine seines Fitnessstudios. Ja. Also er macht nicht nur Werbung für John Reed, er geht offenbar auch hin. Wollte ich gerade sagen. Ist nicht einer der beliebtesten Kunden, die jeden Monat Geld überweisen, aber nie hingehen, zu denen ich zähle. da hat er auch Kollege, glaube ich, kommentiert, rein in die Masse. Hat er wirklich? Ja, ja. Schön Rinder. Also, CEO ist, hat gut gepumpt und ist auch shredded. Ich wollte gerade gucken, wer, ob er in YouTube-Trends Platz 1 ist, aber die YouTube-Trends sind heute kurios wie selten. Die Schokobrunnen-Challenge, eklig versus lecker von Julienko, ist auf Platz 1 der YouTube-Trends. Oder dann, dass die überhaupt noch wissen, was die an Content machen sollen, ne? Und irgendwie sind die YouTube-Trends heute ganz komisch, weil ich sehe hier Sio ganz lange nicht. YouTube-Trends fast gehen eine Million YouTube-Trends Klicks. YouTube-Trends gehen ja aber auch nicht nur nach Klicks, ne? Also nee, das ist eine andere Formel, der ich mir noch nicht ganz bewusst bin, wie sie funktioniert. Ja, ich vergesse also, das. Also, im Fazit zu Sio: Sio hat gepumpt, Sio kann man pumpen. Ja, so, ja. Ne? Auf jeden Fall. Ja, also es fällt schon positiv aus, würde ich sagen. Ja, also ich war jetzt nie der Über-CEO-Fan, sodass ich jetzt so voll die krassen Erwartungen hatte und dachte, boah, der wird alles ficken, wenn er zurückkommt. So, aber ich habe ihn auf jeden Fall immer gefeiert und immer mal wieder gerne gehört. Ja. Und ich muss sagen, cooler Track so und ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber ist vielleicht auch ganz gut, wenn das jetzt nicht direkt Messlatte unerreichbar ist mit der ersten Single. Er wird schon wissen, was er denn noch im Petto hat. Ja. Finde ich auch. Ich wollte gerade irgendwas sagen, habe ich kurz vergessen. Aber ja, finde ich auch. Hat geknallt, fand ich cool. So war alles. Ich fand, es war, glaube ich, das Aufsehenerregendste diese Woche,
Weil alle anderen Songs sind schon mehr am Zeitgeist dran diese Woche. Und bei ihm machst du an und er kommt halt, er brettert direkt so rein. Sio, warum so lange weg? Und dann bam, kommt der rein so und es ist halt direkt 0 to 100 so. Er brettert über das Ding und du bist direkt so, okay, alles klar. Ja. Okay, ich muss zuhören. Er vereint sehr viele Sachen. Ne? Es ist raptechnisch gut, es ist unterhaltsam, es ist trotzdem, hat es auch inhaltliche, also jetzt nicht tiefgreifende inhaltliche Sachen, aber schon Inhalt. Ein tiefgründiges Gesellschaftskritisches. Tiefgründig eher wenig. Was wollte ich sagen? Ich bin jetzt etwas abgelenkt worden. er bringt viele Sachen mit. Also er liefert ein geiles Gesamtpaket und, was natürlich wichtig ist, ein Alleinstellungsmerkmal. So diesen Sound und dieses Paket kriegst du so nur bei Sio. Und hast du auch die letzten Jahre bei keinem anderen bekommen. Und das ist ja schon gut, wenn man das mitbringt. Wir haben vor 2 Wochen saßen wir hier mit Sido, haben Release Friday gemacht, wo wir auch über so potenzielle Top 50 Deutschrap-MCs, besten Deutschrap-MCs aller Zeiten gesprochen haben. Mhm. Und Sio ist mir da gar nicht in den Kopf gekommen, auch später, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Aber er wird auch dazu zählen. So. Er hat auch ein krasses Gesamtpaket und ist auf jeden Fall auch irgendwo in dieser Konversation, muss Sio auch stattfinden, wenn man über die besten Deutschrap-MCs aktuell so Top 20, Top 10 vielleicht sogar, müsste Sio dann auch stattfinden. Hat übrigens sehr Bock gemacht, mit Sido zu drehen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und auch sehr schönes Interview noch von dir und Toxic anschließend. Ja. Auch das ist jetzt online. Ja. Yes. Vielleicht können wir ganz kurz das dazwischen schieben als Thema, wo wir gerade schon drüber sprechen. Sidos Album ist draußen. Heute, genau. Release Day, Ich und keine Maske, inklusive dem heutzutage Apache sagt man Focus-Track, der Track, der mit dem Release rausgeht und am ehesten in den Playlists gefeatured wird und so weiter. Der Song 2002 mit Apache, der auf den YouTube-Trends Platz 2 ohne Video gerade ist. Erstes Apache-Feature ever. Das habe ich noch gar nicht gehört. Er sagt selber, das ist kein Feature, das ist nur, wie ich meine Träume verwirkliche. Oder irgendwie, das ist nur ein Traum, den ich mir verwirkliche. Das ist witzig, weil der Apache sagt, hat ja bis jetzt noch kein Feature gemacht. Cool. Das ist das Erste, was der macht. So. Geil. Ich kann es mal ganz kurz. Und der Sido hat auch, glaube ich, gesagt, das ist mehr natürlich ein Apache-Track, so, ja, aber das wollte Sido auch. Er meinte, ey, mach du dein Ding so, ich will, dass es auch nach Apache klingt und jetzt nicht nur, dass ich dich Hauptsache drauf habe, um Apache drauf zu haben. Ja. Das ist kein Feature, ich mach keine Feature, erfüll nur den Traum, den ich als Kind hatte. Geil. Mhm. Track 4 von 14. Erinnert mich an, Shindy, wo er sagt, wenn ich feature, dann nur Peter Fox oder irgendwas, weißt du? Ja. Hab ich, aber warte ich auch noch drauf, auf das Feature, weißt du? Ja. Seed-Album kommt jetzt. Oh ja, boah, das wäre krass, wenn er da jetzt drauf ist. Nura ist drauf auf jeden Fall. Auf Nura dem Seed-Album übrigens. Die hat sich auch einen Traum erfüllt. Jawohl. Ja, nice. Sio, mit welchem Song machen wir weiter? Wolltest du noch eine Line zitieren, weil ich hatte gesehen, du warst... Ich hatte nur mal geschaut, was ich da so finde, aber ihr habt schon eigentlich gut alles abgedeckt. Mhm. Ja. Wir können ruhig weitermachen, gerne. KK. Korrekt. Sollen wir dann direkt RIN packen, oder was? Gerne, Alter. Ja, RIN, dritte Single? Rein in die Masse, würde ich sagen, ne? Jawohl. RIN mit seiner dritten Single, Fabergé, jetzt auch bekanntermaßen auf ein Album natürlich warten wir und arbeiten wir Lucky drauf Charms, hin. Ja. Nimmerland, ja. Ja, Mann, tatsächlich. Nimmerland heißt das Ding, kommt im Dezember. Hat auch einer in den Kommentaren bemerkt, meinte so, jo, krass, der hat einfach auf dem UFO-Album schon seinen Albumtitel genannt. Mhm. Auf Next, genau, sagt er in seinem Part schon, Nimmerland. Ja, Nimmerland, Alter, vielleicht kurz bevor wir über den Song reden, ist natürlich auch so brisant, wie man einen Albumtitel in Bietigheim nennen könnte. Nimmerland, Peter Pan-Referenz, da gibt es natürlich noch einen anderen Kollegen aus der gleichen Stadt, der viel mit Peter Pan-Bildern spielt. Mhm. Shindy. Und mit Peter Fox-Feature. Genau. Und ja, tatsächlich bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht, was quasi das Bild ist, was RIN uns da malen will und was er uns zeigen will und ob das in irgendeiner Weise vielleicht sogar damit zu tun hat oder, weißt du, also das ist ja schon auffällig und irgendwie interessant und witzig, dass da zwei Leute sich an dem gleichen klassischen Motiv von Peter Pan bedienen und es macht auch für beide, finde ich, jetzt Sinn, aber wie gesagt, bei ihm beginnt gerade die Erzählung, finde ich, auf den Albumtitel hin, so. Mhm. Dritte Single nach Vintage und Up in Smoke kommt jetzt Fabergé. Dreimal irgendwie auch unterschiedliche Styles, finde ich. Ja, finde ich auch cool. Diesmal war es am überraschendsten, also das habe ich am wenigsten erwartet bisher. Hat mich ein bisschen so off guard gecatcht, so der Song und das Video und alles. Also ich weiß, was ich sagen will, aber ich wollte dir gerade den Slot geben. Nee, sag du lieber, weil ich habe nicht so viel zu sagen dazu.
Feierst du nicht? Also als wir den hier gerade angemacht haben, hast du auch hier mitgevibed ja, auf jeden Fall. Oder so. Das war dieses, beim ersten Hören wieder, weißt du, was ich meine? Ich habe den Song jetzt schon das vierte Mal oder so gehört. Ich habe den in der Nacht direkt gehört, als er rauskam. Und da war ich nicht so überzeugt. Ich sehe ja hier meine Notizen, da steht einfach nur, ist okay. So. Der Beat hat mich sehr an Playboi Carti erinnert. Ich wollte sagen, so, da steht noch mehr. Ja, steht noch ein bisschen mehr, so diese Magnolia-mäßige. Mhm. Beatwechsel mittendrin fand ich ganz nice, so Travis, wie sagt er ja auch, Sicko-Mode-mäßig. Das hat er auch schon bei Vintage, glaube ich, auch gemacht und davor noch bei Averix war das ja auch so, mit Beatwechseln viel gearbeitet. Bei Averix war krass, Alter. Bei Averix war heftiger Beatwechsel, auf jeden Fall. Hätte der hier auch ruhig ein bisschen länger durchziehen können, würde ich sagen, als nur diese paar Bars da. Und ich habe halt vom ersten Gefühl her gehabt, mein erstes Gefühl war, dass auf diesen Beat hätte vielleicht mehr, nicht so gesangmäßig, sondern mehr halt, er rappt ja auch, aber nicht so gefühlvoll, sondern mehr so ein bisschen mehr in die Fresse so, weißt du, partymäßig ausrasten so. Wobei er das auch immer gut schafft mit gesanglichen Songs, ne? Ja. Also der schafft es ja mit jedem seiner Songs live auch zu zerfetzen. Von daher, ich denke, wird wieder gut, wird auch gut performen so. Aber hat mich nicht so ganz weggehauen. Ja, ich glaube, dieses mit dem ersten Mal hören, das Phänomen hatte ich auch krass bei diesem Song, dass ich ihn, ich hatte ihn auch gehört und dachte erst, okay, so ist ganz cool. Und jetzt, glaube ich, ist das nicht, also es wird, glaube ich, oder ist die Single, die ich bisher am meisten feiere. Und, also jetzt aus den dreien, die wir genannt hatten. Mhm. Und auch mein Lieblingssong an diesem Freitag. Mhm. Also sehr schnell hat sich dieser beim ersten Mal hören nicht so krass Effekt in das Gegenteil umgewandelt. Das ist so crazy. Also das ist jetzt nicht mein Lieblings-Rhythm-Song aller Zeiten so, aber ich glaube, das wird jetzt die Single sein aus den bisherigen drei, die ich am längsten hören werde. Einfach, krass. Weil sie am besten ins Ohr geht. Also Up and Smoke geht natürlich auch krass ins Ohr, war mir aber ein bisschen zu Rin-typisch, weißt du? Also das war so, hat man vielleicht schon zwei, drei Mal gehört in der Form von ihm. Wie du sagst, es war ein bisschen überraschend, was den Sound anbelangt, aber trotzdem irgendwie so sehr smooth, weißt du? Es ist easy listening. Ja, ja. So, und Vintage war halt der Überraschungseffekt und es hat halt Vintage geknallt, es ist extrem progressiv. So, er hat sehr geil die 2000er-Vibes mit dem aktuellen verbunden, mit dem Jay-Z-Sample von Reezy Bro. War schon geil, aber das, also Vintage war jetzt kein Song, den ich so immer und immer, immer und immer wieder gehört habe. Und Fabergé kann man so sehr geil einfach nebenbei hören. Und im passenden Modus ist er auch in dem Video oder in dem Visual, liegt er da ja einfach auf dem Bett. Und ich glaube, so konsumiert man auch den Song. Ganz geil, einfach so nebenbei. Macht Spaß, der Song, bleibt hängen. Stößt man sich auf jeden Fall nicht dran. Und ja, sehr entspanntes Ding. Interessant, dass er damit jetzt sein Album announced. Mit dem Louvre von Nike-Shirt drin. Ja, Nike-Collab. In der Nike, oder Nike sehr heißt nice. Es ja eigentlich, in der Nike-Box. Ja, stimmt. Geiler Move eigentlich auf jeden Nike. Fall. Jeder sagt's falsch. Das wurde mir direkt, als ich die Fußballer interviewt habe, wurde mir direkt auf die Finger gehauen, weil ich immer Nike gesagt habe. Ist das so ein deutsches Phänomen? So europäisch, glaube ich. Oder die Amis machen es auch falsch. Echt? Die Amis auch? Ja? Manche Amis machen es auch falsch, okay. Ja. Ah, aber die Leute von Nike haben mir gesagt, dass sie sich übel abfangen, weil jeder das falsch von sagt. Nike. Von Nike. Oh mein Gott, siehst du das? Das ist krass drin halt im System, ne? Ja, krass. Ja. Mhm. Also Nike klingt auch cooler einfach. Ja, aber es heißt Nike, ja. Auf die gefahren mir jetzt alle möglichen Nike-Sponsorings, die wir mal vielleicht irgendwann anpeilen hier, zu versauen. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich muss sagen, Rin, Nintendo und Alexis Troy zusammen produziert. Muss sagen, Rin, einer der Künstler für mich, die ich am interessantesten finde im ganzen Deutschrap-Geschehen und von ihm so Album des Jahres-Level erwartet. Dementsprechend hoch die Erwartungen, dementsprechend hart die auch zu erfüllen bei mir so, aber er ist immer voll nah dran so und ich fand die ersten, also Vintage war überkrass so also einer der Songs des Jahres bis jetzt, finde ich. Up in Smoke hatte ich auch übelst Fun mit. Bei dem lasse ich mir sogar interessanterweise, nachdem ihr beide das gesagt habt, lasse ich mir da erstmal dann damit Zeit, bevor ich da hier das Urteil auspacke. Hör mal. Ja. Weil das ist das, was Linde meinte, das trifft echt gut zu. So Vintage zum Beispiel jetzt von den dreien nur, war am krassesten einfach, so vom ersten Eindruck. Auch für, wenn vom du Knalleffekt. Vom Knalleffekt, im Club oder so, wenn du in dem Club behindert, spielst. Behindert, ja. Das ist crazy. Und der Neue jetzt, ich
Den kann man echt, glaube ich, gut beim Autofahren und so hören. Ja, ich will, die Aussage nicht revidieren, aber ich habe jetzt gesagt, da stößt man sich nicht dran. Das klingt so, okay, das kannst du bei vielen Songs mittlerweile sagen, dass man sich, das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Mhm. Aber ich glaube, mit dem anderen, was ich dazu ergänzend gesagt hatte, checkt man schon, was ich meine. Also, weil es war halt einerseits so dieser angenehme Rin-Style, aber andererseits hat es noch eine neue Note bekommen. Es so. Ist natürlich auch irgendwie also ich habe Up and Smoke auch gefeiert, aber es war so sehr Rin-typisch halt. Und das ist auch irgendwo Rin-typisch und das, wofür man ihn feiert, aber noch mit einem neuen Drive. Ja. Unter anderem halt dank dieses Beatwechsels. Mhm. So. Es ist dann natürlich auch absurd von ihm immer so Song mit jedem Song den Song des Jahres zu erwarten, was er so. Ja, aber spricht ja auch für seine bisherige Arbeit. Natürlich, in den letzten anderthalb Jahren hat der, glaube ich, irgendwie so vielleicht maximal 6 Songs released oder war auf 6 Songs aktiv, so Dior 2001, okay. Überbrett, so, dann war der auf Next von UFO drauf, Überbrett, Vintage, Up in Smoke, alles Bretter gewesen, so, weißt du, dementsprechend ist halt, er agiert auf einem übertrieben riesigen Level. Auf Luciano-Album war er auch. Luciano war auch super, das Song. Da hatte er einen sehr, Hennessy? Mal einen anderen Style auf Hennessy, hatte ich gar nicht mit gerechnet auf dem Song. Ja. Das gefällt mir sehr gut an Rin, dass er so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, und irgendwie immer noch aber trotzdem Rin ist, so, weißt du. Ja, 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 er verliert sich nicht so. Ja. Aber er macht hat seinen Touch dabei, aber man kann trotzdem viele Sachen, verschiedene Sachen ausprobieren, ohne dass die Leute irgendwie krass auch darauf abgehen, so weißt du, also im negativen Sinne. Ja, ja, genau. So. Weil das ist ja oft auch ein Problem, wenn man was Neues ausprobieren will als Künstler, dann eckt man irgendwo an und dann gibt es direkt wieder Theater. Stimmt. Bei ihm klappt das immer eigentlich sehr gut und er ist auf jeden Fall starker Typ. Ja. Starker Typ. Total, finde ich auch sehr, sehr interessant, Alter. Und Bruder Bart kommt bald auch wieder, du weißt. Das ist zwischen uns beiden. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Song. Was haben wir? Also ich würde sehr gerne Jamule reinwerfen. Komm. Das ist mein Lieblingssong diesen Freitag. Oh. Einer meiner Lieblings-Jamule-Songs tatsächlich auch. Wer unsere Sendung hier verfolgt, der weiß, wir halten kollektiv sehr viel von Jamule. Yes. Ich persönlich halt auch übertrieben viel von ihm. Wir waren trotzdem immer der Meinung, so, er ist ein Hit entfernt vom absoluten Irrsinnsdurchbruch. Dass er so der Star wird, so weißt du, weil er ist, der Look passt auch, dieses Video ist dann wieder auch total geisteskrank, Digga, wie er aussieht, wie aus dem Ei gepellt, so. Neueste Kollektion am Drippen auf den Lime-E-Scootern. Ich glaube, du hast mir gerade gesagt, er ist dann wohl der erste deutsche Rapper, der den E-Scooter-Drip ausgepackt hat im Video. Mit wem habe ich noch mal darüber geredet? Da meinte ich so, ey, wann kommt eigentlich mal der erste Rapper mit E-Scootern? Und scheint Jamule zu sein. Also korrigiert uns, wenn schon jemand das gebracht hat. Ich hätte auf UFO getippt irgendwie. Ich hätte gedacht, UFO wäre der erste Song. Ach so, ja, also jetzt nicht, dass es UFO gemacht hat, sondern dass er es hätte sein können. Ich hätte mein Geld auf UFO gesetzt, so. Dein Kapital, eigentlich mehr, ne? Ja, stimmt, Kapi, Alter, stimmt, ja, ja. Er hat U-Bahn-Drip. Also entweder haben wir was übersehen oder Jamule ist tatsächlich der erste namhafte, sag ich mal, deutsche Rapper mit E-Scooter, mit Lime im Video. Ja. Ja, auch ein Song, den ich sehr feiere. Also ich denke, mit Fabergé zusammen heute mein Favorite. Mixo McLeod produziert. Wie immer natürlich top of the notch die Produktion. Ihn finde ich, ich bin übelst Fan davon, wie er agiert auf dem Beat, wie sich seine Stimme anhört, wie er auch zwischen Raps und diesmal finde ich, waren seine Parts auch pointierter, wie er so zwischendurch dann auch mal lauter wird und so. Weißt das du? War alles mehr on point als die letzten paar Singles, die alle gut waren, Mama Mia und so weiter. Das war alles super, aber es war so bei 95% und der hier ist bei 100. Deswegen, also feiere ich den extrem. Muss ich mal direkt reingrätschen hier. Ne? ich feiere Jamul auch krass so, also von den ersten Liedern upwards, folgend sozusagen, mag ich ihn sehr. Jetzt der neue Track hat mich die Hook nicht so ganz gepackt. Also ich finde ja auch, dass er, ich sag mal, nicht bekannt dafür ist, aber ich finde, seine Hooks sind auch immer sehr stark. Und das mag ich auch an ihm, dass er sehr starke Hooks normalerweise hat und dazu noch nice Rap-Parts, auch mit normal, nicht mit gesungener Stimme, mit normaler, mit seiner Rap-Stimme, sondern er hat eine nice Rap-Stimme plus eine sehr angenehme, schöne Gesangsstimme. Ja. Und diesmal hat mich die Hook nicht so ganz überzeugt, aber die Parts dafür umso mehr. Also die Parts fand ich sehr nice, die Hook hat mich nicht so gekascht, weißt du, so, habe ich nicht so gekascht, die Hook. So. Ja. Ich weiß nicht genau, was es war. Ja. Vielleicht war es mir nicht melodisch genug, so wie es gewohnt war von ihm, aber
Ich fand zum Beispiel nicht, dass es einer seiner besten Songs war. Ich fand, dass es bessere Songs gab, auf jeden Fall. Ja, ey, also spricht irgendwie auch für ihn, dass wir hier am Tisch natürlich auf beide lobende Worte, aber trotzdem andere Styles von ihm feiern. Also sein Bester, also ich finde auch nicht, dass sein Bester ist. Ich weiß gar nicht, was sein Bester ist. 10,9 hat mir besser gefallen. Mhm. Und wo ich ihn am besten bisher drauf fand, ist auf 6,3 auf Kalim Album. Also diese Kombi fand ich mega krass. Mhm. Also den ganzen Track, der ist einfach sehr, sehr stark. Auch dank ihm. Also er ist jetzt nicht so, dass der Track voll gut ist und auch Jamule ist da auch noch ganz cool, sondern der wertet den Track auch nochmal. Also die agieren da beide auf einer Ebene. Das ist eine brutale Kombination. Eine sehr geile Kombination, 6,3, Kalim und Jamule. Ja, Jamule, Album kommt auch, Album angekündigt für Januar, LSD heißt das Ding. Nice, ne? Direkt dir die Gang Signs ausgepackt. Ja, tatsächlich, wie Jonas vorhin angemerkt hat, lange Promophase. Bin gespannt, was da so alles passiert, wie viel Musikalisches da kommt. Ich meine, er ist auch ein Künstler, der viel natürlich auch über Singles funktioniert und vielleicht nicht unbedingt mit diesem Album, riesigen Album-Event wie, ne, hol meine Box, bla, dies, das. Übrigens, großes Lob, auch optisch finde ich großartiges Gesamtwerk einfach, Jamule. Die Leute, mit denen er arbeitet, Mac Duke zum Beispiel, der auch das Video jetzt diesmal gemacht hat, das Cover, Single-Cover von Money Honey Drip von RB and Tell Him, auch richtig geil, und die letzten Single-Cover und so. Also da ist alles auf einem sehr nicen, hohen, wie gesagt, man, wie der überhaupt auch aussieht, Outfits, Styling, passt. Alles ist on point. So, ich weiß nicht, ob er einen Stylisten hat oder ob das alles aus seiner eigenen Feder kommt. So oder so, alles sehr, sehr gut mit sehr rund. Detailverliebtem Auge. Alter. Rund. Ja. Geleckt. So, Maniani Dripper. Schmeckt. Ja. So, nächster Song. Yes. Ein Song, der mir schmeckt. Willkommen im Wunder Civic. Der? Hast du den? Ich meine den nicht. Der schmeckt mir auch. Aber ja, lass mit dem, machen wir mit dem weiter. Ja, Bones MC, Honda Civic. Ungewohntermaßen mal Solo zu hören, was aber nicht heißt, dass es sein Solo-Album-Start ist, sondern das ist die erste Single vom The Crates-Sampler. Yes. Gratulation an der Stelle, dass die Jungs mit einem eigenen Projekt jetzt an den Start gehen. Namhafte erste Single mit Bones, was absolut Sinn macht, wenn man die Crates die letzten Jahre verfolgt hat. Viel Palmus Plastik gemacht, viel Raff gemacht auch, viel Bones gemacht. Dementsprechend logischerweise für mich recht unterwältigender Track, fand ich jetzt ein bisschen nicht so sensationell, aber ja, ist mal Bones von der anderen Seite. Du scheinst ja sehr. Ich konnte dem Song nicht so viel abgewinnen, ehrlich gesagt. Aber es ist ein Bones Solo-Track und das ist auch wieder ein bisschen so Erwartungshaltung. Weißt du, man wartet halt sehr lange auf das Bones Solo-Album, dann kommt man Bones Solo-Track. Und ich so, oh shit, okay. Oh jetzt shit. Langsam, er hat auch gepostet irgendwas in die Richtung, das ist fürs Crates Album, aber jetzt geht's los, jetzt kümmere ich mich um mein eigenes Album und so. Oh shit. Und ich so, okay, das ist Ansage, das ist Türöffner für eine Phase so jetzt bei Bones. Und dafür war es mir, er hat auch schon vorher angekündigt, ich will, also mir ist egal, ob der Song auf 1, 2 oder 3 geht und so. Ich finde gut, dass er nur diese Option offen lässt, ob der auf 1, 2 oder 3 geht. War ihm schon bewusst, dass es kein Chartbreaker ist, so, und, weißt du, aber ja, ich weiß nicht. Dafür hat der Song mir ein bisschen zu wenig dann inhaltlich und soundtechnisch gegeben, glaube ich. Also ich finde den Track ganz cool eigentlich. Man hat natürlich ein bisschen Übersättigung von Bones die letzten Jahre, weil er neben den Palm und 187 Sachen auch noch auf sehr vielen Features stattfand. Sei es jetzt mit US-Rappern tatsächlich oder zuletzt mit Mortell, glaube ich, war das letzte. Zu echt, den man mit ihm gehört hat. Ja. Ja, jetzt mal solo unterwegs fürs The Crates Album. Er hat ja auch ein relativ langes Statement dazu geschrieben, kurz bevor der Track kam. Hat er leider jetzt wieder gelöscht. Sinngemäß wurden der Bones Drip. Der Bones Drive, der Bones Drip, dass Instagram-Posts auch schnell mal wieder verschwinden. Ja, aber sinngemäß standen halt so Sachen drin, dass er selber gar nicht so wirklich weiß, welche Musikrichtung das ist. Also ich finde schon, dass es relativ Rap-lastig ist, aber ich weiß auch, was er meint. Es ist jetzt nicht der typische Bones in die Fresse-Style, es ist jetzt aber auch kein Palmos Plastik-Sound, sondern irgendwas dazwischen. Ja. So wie er einfach Lust und Laune hat, ist halt Bones, der ist halt Künstler, so, der hat viele Musikgenres in seinem Blut. Viele Styles. Er meinte auch, dass das Video so ist, wie er es sich vorstellt, so ein bisschen in diesem VHS. Ist analog gefilmt. Ja, genau, mit analoger Kamera gefilmt, dass er das auch so wollte und feiert. Okay, cool. Ja, cool. Ich glaube, da hat er einfach wirklich mal gemacht, worauf er Bock hat. Wie du schon meintest, geht ihm da jetzt auch, glaube ich, nicht krass um den Erfolg. Und ich glaube, er meinte sogar sowas wie, ja, ich habe jetzt in letzter Zeit auch sehr viel mit anderen gemacht, so, und jetzt will ich mich auf mich konzentrieren. Das war es jetzt auch erstmal mit Features. Ab jetzt wird an der Solo-Platte gearbeitet.
Das, Samuel ist ja gerade ein bisschen abgelenkt von dem Video. Na, aber das ist analog gefilmt? Krass, das ist nee, ich weiß nicht, ist das der Fachausdruck für analog? Er hat, ja, glaube ich, so einen analogen Style auf jeden Fall. Ja, ja, analog, ja, ja, Style, analog oder digital gefilmt wurde, ist nochmal schon eine andere Sache. Ja, ne? Glaube ich nicht, dass analog gefilmt wurde. Naja, also, mit einer analogen Kamera gefilmt wurde, das wäre krass. Nein, glaube ich nicht, dann ist viel zu aufwendig. Ja, ja. Was wollte ich sagen noch? Keine Ahnung, aber geile Moves auch wieder. Ja. Er kann sich auf jeden Fall bewegen. Oder so, bei mir war es folgendermaßen. Ich habe den Track erst über Spotify gehört, also ohne Video. Und da ist er mir nicht so... Komm, mach aus jetzt. Mach aus da jetzt, Junge. Ja, sonst, ist ja gut, so kann ich Mann, nicht ja, reden, ist Bruder. Ja gut jetzt hier. Die Buttis in diesem Video ja, oder ja, so. Ist ja was gut ich meine? So. Bam, klack, konzentrier dich mal jetzt hier. Oder mach das weg. So. Ich habe den Song erst auf Spotify gehört, im Auto. Und war das der Weg? Ja. Oder im Opel Corsa wie Jamul. Im Lamborghini Huracan. Na, Bruder, mach oder nicht. Mit Daydate in der Uber. Ich hab mich voll überfordert jetzt. Ich wollte sagen, Suzuki von meiner Mama, so. Okay. Aber du weißt, was ich meine? Ja, Suzuki ist auch guter Track. Suzuki Baba. Ist auch, bietet auch viel für eine Hook, so Suzuki. Ja. Aria, du lenkst mich ab, du machst mich schon nervös. Auf jeden Fall hat mich nicht so ganz gekascht beim ersten Mal hören, so im Auto, ohne Video dazu. Als ich mir dann das Video in Ruhe nochmal hier angeschaut habe und diese Dance-Moves dazu gesehen habe und auch andere Sachen gesehen habe, hat mir der Track auf einmal gemundet, sag ich mal. Hat mir geschmeckt. Der Pfirsich hat geschmeckt. War ein bisschen Obst und so, wichtig. Aber, hast du Kohldampf, kommt zum Obststand. So, kommt zum Obststand. Nein, aber ich bin nie ein aktiver Bones-MC-Hörer gewesen. Mhm. Und auch natürlich die Überhits, so Palme aus Plastik und so, habe ich die Singles habe ich mir angehört. Das Album tatsächlich nicht durchgehört, so, weil ich generell, nicht so unbedingt meine Richtung jetzt war so. Und gerade deshalb fand ich den eigentlich auch ganz erfrischend und nice. War ein ziemlich ungewohnter Beat irgendwie. Hatte so einen anderen Vibe, einen anderen Touch. Nichts, was man unbedingt schon gehört hat. So. Genau. Was ich ganz nice fand. Und von daher auch beim zweiten, dritten Mal hören, hat er mir sehr gut geschmeckt auf jeden Fall. Ja. War lecker das Ganze. Kann ich, wie gesagt, nicht so viel dazu sagen im Vergleich zu vorherigen Songs, weil ich nie ein aktiver Bones-Hörer war. Ja. Aber den Song würde ich mir auf jeden Fall anhören und die Playlist tun. Ja, es gibt natürlich jetzt auch nicht so mega viele Solo-Tracks von ihm. Also auf dem Sampler 4 war beispielsweise ein Solo-Track. Er hat natürlich schon ein Solo-Album von 2012 oder 2013, Krampfhaft Kriminell, worüber er kürzlich einer hatte bei Instagram gefragt, jo, was hältst du eigentlich von deinem ersten Solo-Album? Und ich glaube, er hatte geantwortet, Schrott. Geil. Und die Fans meinten dann so, hä, echt so? Alter, wir feiern das immer noch. Aber Bones, entweder er hat einen Joke gemacht oder ich traue ihm auch zu, dass er einfach wirklich sagt, nö, feiere ich inzwischen nicht mehr. Passiert. Genauso wie er ja das Meine Couch-Video aus High und Hungrig 2 hat er auch einfach irgendwann offline genommen. Echt? Weil er meinte, feiere ich gar nicht mehr. Echt? Ja. Ja, das passiert krass, aber oft. Ja. Also da ist er rigoros. Ja. Ja, na klar, also. Das ist immer so eine Frage. Dann lässt du es dann für deine Fans, lässt du es dann online für deine Fans, damit sie das weiter pumpen können, und weil sie es ja eh feiern, oder nimmst du es raus, weil es dir nicht gefällt? So, weißt du? Ich würde immer sagen, nimm raus, weil ein Künstler macht es am Ende des Tages nicht für die Fans, sondern, weißt du, so Kunst für die Fans machen wäre dann so, dann hätten wir wahrscheinlich die wichtigsten Kunstwerke der Welt nicht bekommen, weil das ja, sind gut, immer so. Die Intention beim Song war ja, es ja nicht für die Fans zu machen. Mhm. Vor allem, okay, aber weißt du, ich meine, aber im Nachhinein, wenn du jetzt einen Song schon 2-3 Jahre liegen hast, oder noch länger vielleicht, und dann du darauf zurückblickst und sagst, okay, weißt du was, den fand ich Schrott oder gefällt mir nicht mehr, das Video auch, nehme ich das dann raus oder lasse ich das drin? Ja gut, ich glaube, das kannst du aber nur sehr punktuell machen, weil sonst nimmst du ja wahrscheinlich 80% deiner Legacy raus, wenn du ein paar Jahre dabei bist, weil rückblickend findest du wahrscheinlich sehr viel, kannst du gar nicht mehr hinterstehen. Ja. Ich glaube, das kennt jeder, der also jetzt nicht nur im Musikbereich, also wenn ich alle Artikel von mir runternehmen würde, wo ich heute denken würde, boah, was habe ich da, wie habe ich mich da ausgedrückt? Hm. So, seit 5 Jahren sind Artikel von mir bei online in Massen. Das geht ja nicht. Ja, das Ding ist auch, warum ich das gesagt habe, ist der Song, den er runternimmt oder meine Couch, das ist ja trotzdem im Internet. Das Video, wenn einmal eine Sache im Internet ist, bleibt die für immer da, Dicker. Versuch dein Glück, das zu löschen. Es geht nicht. So,
Und deswegen ist es auch wichtig, dass man irgendwie seinen Weg appreciated so und das wertschätzt. So diese ganze Reise dahin, wo man jetzt ist, ist ja auch Teil dessen, was man halt, weißt du, jeder Schritt hat einen dazu gebracht oder dahin gebracht, wo man dann ist. Und deswegen ist es auch wichtig, darauf auch stolz zu sein. Und egal, wie peinlich das ist, so wie gesagt, meine Interviews, genau so, Mann, genau meine Interviews wie von vor 6 Jahren, ja, sind bestimmt übelst peinlich. Aber es gehört dazu, so. Ja, es ist, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nee, das stimmt. Merkt euch das. Ich hatte Jubiläum letztens. Fünf Jahre bin ich jetzt Hip-Hop. Herzlichen Glückwunsch. 5 Jahre Meister jetzt, oder? Nee, seit 5 Jahren jetzt Hip-Hop. Dankeschön. Bitte. Herzlichen Glückwunsch. Und nochmal Linde hier, Anniversary. Vielen Dank. Yes, und ich würde sagen, sollen wir noch einen Song ausführlich besprechen? Bitte. Ja, dein Favorite. Mein Favorite. Okay. Yes. Let's go. Ja, doch, komm. M-Punkt. M-Punkt. Bilal. Nicht so. Alleine. Sondern? Nicht alleine. Feature mit Gast Nura. Yes. Hey. Nura. Ja. War eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass die beiden zusammenfinden. Zwei R&B-Liebhaber. Affine Menschen, ja, tatsächlich. Bruder. Ein schwarzer Bruder, eine schwarze Schwester, ist der Weg nicht weit zum Ziel, verstehst du? Mäßig. Ja, ich hatte es jetzt vor allem auch auf die Musik bezogen. Ach, Bruder, das auch. Ja. Nein, ich fand, der Song hat mir sehr gut gefallen. Besonders M-Punkt hat mir sehr gut gefallen. Ja, geil, ja. Ich fand, es hatte so einen leichten Chris Brown-Touch. Ja. Der Beat war sehr schön, vibig, man konnte gut drauf abgehen. Manuelsens Stimme, oder so, weißt du, was ich meine? Worüber reden wir? Oder so, wie Engel. So, weißt du? Als würde ich auf Wolken schlafen, oder? So, weißt du? Die also, Ice Boys. Die Ice Boys, Bruder. Weißt du, was ich meine? So, als wäre der Nacken gefroren, Bruder. So. Ice Boys with them icy voice. Yes, ey, aber ist das Dings? Ist das aus dem Manu-Album? Yep, das ist aus MB Ice. MB Ice. Du verstehst. Nein, hat mir wirklich gut gefallen. Nura fand ich schwächer als Manuelsen auf jeden Fall. Mhm. Alleine schon von ihrer Stimme her so. Ja. Nachdem das ist natürlich auch schwierig, mit Manuel auf den Song zu kommen. Das ist und sehr dann, schwierig, weißt du? Da, ich hatte mir schon gedacht, ob es vielleicht clever gewesen wäre, aber vielleicht besser gewesen wäre, wenn erst Nura gekommen wäre. Ja, und verstehe. Dann Manuelsen, dann wäre natürlich wieder schwierig gewesen mit der ganzen Story der Geschichte. Genau, also genau. Der Story vom Song. By the way, da geht es halt einfach um, ja, kann man da sagen, eine Liebes-, eine Romanze, sag ich mal eher. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Der singt ja in der Hook, sind wir Kumpel oder ist es mehr auf den? auf den? Auf den, Bruder. Ich hab jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, weißt du. Ich muss hier 20, 30 Songs anhören hier, weißt du. Na, so. Aber ja, Nura fand ich nicht so ganz überzeugend, einfach von der Stimme her, nachdem man geküsst wurde von Manuelsens Stimme, so weißt du. So, ist dann mit 10, so weißt du, Nura Koch. Ja, ich mag Nura, Nuras Stimme mag ich, Nuras Style mag ich, Post, die ganze Post-Sixten-Ära, die Juju macht perfekt, Nura macht perfekt, beides super, haben sich geil entwickelt, beide in unterschiedliche Richtungen. Ich mag das Nura-Album auch sehr, ich war gerade Nura in Köln besuchen im Gloria Theater mit Maschanda und so. Super Show, Die Hard Fans hat die. Safe. Crazy, Dicker. Die hat teilweise ihre Songs 2 Minuten lang angestimmt, ohne Beat. Die Leute singen den Song durch und dann macht ihr den Song an. Ja, crazy. Und, also habe ich dieses Jahr selten erlebt, dass jemand live so eine Stimmung bei den Fans hat. Mhm. Also krass, hatte ich nicht auf dem Schirm, bei aller Liebe, mit allem Respekt so. Das war ein krasses Level an, wie sagt man, Dedication, so, die ihre Fans haben. Und ganz kurz zu Nura das. Und ich mag den Song auch sehr, auch als R&B-Fan. Schön, dass die Seite auch auf dem Manuel-Album ist. Yes. Und ansonsten wurde in Berlin gedreht, Video. Mhm. In Neukölln, 44, ATK 44, ihr wisst Bescheid. Okay, Bo. Chefin, Shoutout 030, ihr wisst Bescheid. Bo! Tatsächlich ist Manuel ja gebürtiger Berliner, echter Berliner sozusagen. Mhm. Kreuzberg geboren, Ruhrpott aufgewachsen. Ist einer von uns, Bruder. Er ist einer von uns. So, du kennst. Aber zurück an den Geburtsort gegangen, um da ein Video zu shooten. Yes. Und Video ist auch super geworden von All Different, der gerade auch sehr schöne Videos rausballert, muss ich sagen. Kam auch aus dem Nichtsgefühl. Der Junge hat der Royal Rumble einfach mit Royal Rumble Wallabilla einen Home Run hingelegt. Also kam rein, direkt so. Ich schwör's dir, was war das denn? Rappen jetzt, oder was? Max, Bruder, Max. Max 10 Minuten. Max 10 Minuten, Bruder. Max, Bruder.
Ja, und da seitdem eigentlich nur geile Videos. Augen Husky mit Nemo und Olex gemacht, Shirin David, Brillis gemacht, diese ganzen Manuel-Videos, König im Schatten und Drips mit Cass und so, also richtig stabilen Sachen. Yes, sir. Und ja, tolles Gesamtprodukt, Bruder. Feiere ich auch sehr. Ja, Video fand ich auch nice. Hatte wieder, das war in letzter Zeit viel, sind wir elf weggegangen von diesem VHS 4:3 das Format, stimmt, bla bla, ne? Weil das war ja sehr viel. Anfang des Jahres, Anfang des Jahres war heavy sehr, sehr so. Viel. War ja. sehr viel. Dann ist man wieder weggegangen. Jetzt kam mit Bones und mit Manuelsen wieder was zurück. Ja. Und war angenehm zu sehen auf jeden Fall. Ja. Tatsächlich, tatsächlich, Alter. Ganz kurz, um mal auch hier einen Shoutout zu geben, Cross-Platform-Promotion Liebe zu geben. Es gibt ein Manuel-Interview, tatsächlich mal ein Manuel-Interview, nicht auf hiphop.de. Auf Rap.de mit dem Kollegen Alex, wo die die Diskografie besprechen. Und da erzählt Manuel wilde Stories aus Nana und Papa Bear Zeiten. Early 90s, wie er irgendwie in Holland mit Jan van der Thorn gegrindet hat. Wusste ich, Bruder, das war für mich so Mindfuck, dass Manuel und Jan van der Thorn, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der er sein Mentor ist. Ich rede gerade Chinesisch. Ich gucke euch an und ihr so, keine Ahnung. Jan van der Thorn, also ich hatte ihn als Produzent auf dem Schirm, so, und, also, ja, naja, ganz wild. Hört euch das an, ist auf jeden Fall alles sehr interessante Oldschool-Geschichten da, die er auspackt, und, ja. Ein Diskografie-Interview ist das. Richtig. Nice. Richtig. Nice. MBIs. Ja, sollen wir mal langsam in den Schnelldurchlauf gehen und anhand dessen dann auch immer wieder kleine Kommentare so Adlibs reinwerfen. Schau mal kurz. Hast du noch was? Guck mal, ich leg einfach los und sobald ein Song kommt, leg sagst los, du... Leg los, Bruder, okay. Leg los, komm. So, wir hatten diese Woche natürlich das CEO-Comeback mit Hush Hush, außerdem große Single von Rin, Fabergé, des Weiteren Jamule mit seiner neuen Single Money Honey Drip, Bones MC und The Crates mit Honda Civic, Audio 88 hat mit Fleischwolf und Apfel zwei Singles gedroppt. Interessant. Außerdem... Interessant? Ja, also ich hatte noch nie vorher von diesem Audio 88 gehört. Krass, ja. Dieser eine Track war auf jeden Fall interessant. Hört mal rein, hört mal rein. Gucken, ob wie, ich bin gespannt, wie das ankommt auf jeden Fall. Auf dem Song Apfel ist auch noch Lord Folter. Lord Folter, ist bestimmt ein Schlager. Klingt spaßig. Ist, wie kann ich das sagen? Am Anfang hatten wir so richtig grimige, aber wayback Skepta-Vibes so gegeben, vom Beat her alleine. Und dann halt mit einer deutschen Stimme da drauf. War sehr interessant auf jeden Fall. Ja, kann man sich mal reinhören, kann man auf jeden Fall mal. Ja, außerdem President mit Hinz und Kunz und dem Song Raum kaputt. Green hat keine Zeit gedroppt. Blut mit A zum J haben Tunnel live gebracht. Das war einer der Favoriten von Clark diese Woche übrigens. Außerdem Clark hat den guten Litty reingeworfen mit Hoodie Schwarz. Das sind die Clark-Tipps übrigens. Maestro mit Benza. Des Weiteren Fahrt mit einer neuen Single Telegram. Was ich ein bisschen kurios fand, weil er da eine Dame im Song hat, die rappt und singt und er so vorher einen Sneak Peek auf seinem Instagram gegeben hat und meinte, wer hier errät, welche Rapperin, Sängerin ich auf dem Song habe, der kriegt irgendwie das und das. Da kam der Song raus. Man weiß jetzt immer noch nicht. Und man weiß immer noch nicht. Es steht nirgendwo, deswegen weiß ich nicht, gehe ich davon aus, es ist eine Studiosängerin vielleicht, aber ja, interessante Geschichte. Song knallt aber, ist cool. Der erinnert mich halt hardcore an Nothing von Noriega, von Nori so. Also, ja. Ist schon etwas mehr als inspiriert. Jupp. Können wir genauso sagen, ja. Außerdem Manuelsen und Nura mit Comfort Zone. Des Weiteren Enemy mit dem Song Ich glaube nicht. Hast du ihn gehört? Ich war sehr irritiert vom Inhalt. Wolltest du jetzt sagen, ich glaube nicht? Doch, ich habe den gehört. Ja. Ich finde Enemy ja auch immer sehr interessant und so. Ja, ja. Interessanter Dude auch so als Arzt bei den Aslaks, so macht so sein Studium und rappt gleichzeitig. Ich war vom Inhalt dann so ein bisschen so irritiert, weil das für mich so ein bisschen Dings klang, so diese Story so, I'm not black, I'm OJ, so ich steh über euch, so, weißt du, es war so, ich bin nicht wie die anderen Kanaken, das war Bro, was, hab ich nicht gefühlt, diese Einstellung, so. War unsympathischer als der vorherige Eindruck, sag ich mal so. Mhm. Ich hab auch nicht aktiv Enemy gehört, aber halt, man hat natürlich was mitbekommen und da schien er mir sehr sympathisch, ja, auch, weißt du, ein smarter Typ ist genau. Und so, weißt du. Da, wie du gesagt hast, war so ein bisschen, kam ein bisschen zu eingebildet drüber, so wie ich vorher nicht gedacht hätte. Ja. So, also war natürlich, ich hab's ein bisschen belächelt, die Hook auch. Ja. Aber
Ich habe auch verstanden, dass das so sehr arrogant sein soll dass das so von oben herab sein soll und die Worte, die er wählt und das Video und alles, verstehe ich als Kunstfigur und so, ist auch alles super gut gemacht und so, aber er sagt dann im Song auch, das ist hier kein Image, ich bin wirklich so und ich bin nicht wie, er sagt irgendwas so ähnlich wie, ich sitze nicht im Shisha-Café und rede über Autos und ich bin nicht wie andere Kanaken und es war so, boah, Alter, da super, vielen Dank für den Dienst auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er vorher schon auch diese Art hatte oder so habe ich es aber auf jeden Fall nicht mitbekommen. Also ich kann das jetzt dazu nichts sagen, so und deshalb. Aber war ein bisschen überraschend und ja, etwas schade, fand ich so. Weil, ja, Mann. Weißt du, so, ich habe den eigentlich viel cooler, so sympathischer irgendwie in Erinnerung. So wie das ganze Ersatzcamp halt eigentlich. Ja, total, Mann. Das sind halt alles immer harter Straßenrap, harter Style und so, aber halt alles eigentlich Jungs mit Herz. Also nicht, dass ich ihm das jetzt abspreche, aber ja, kommt dann halt so ein bisschen komisch. Ja, war irgendwie strange. War wie so ein, war halt wie, keine Ahnung. Hat auch lange die Story gemacht, kennst oder? Du, ist dieses I'm not black, I'm OJ. Yeah. So vielleicht kurz als Hintergrund, wo die halt OJ Simpson verhaftet haben und sein Anwalt zu ihm gekommen ist und gesagt hat so, ey Bro, wir müssen hier hart arbeiten, weil du bist schwarz, die werden dich rannehmen, die wollen dich verknacken. Ja. Und er hat wohl, so sagt die Legende, hat OJ zu seinem Anwalt gesagt, schwarz? Ich bin nicht schwarz, ich bin OJ. Ja, so aka, auf mich trifft es nicht zu, der Rassismus, weil ich stehe über den Dingen so. Und das ist halt so... Kein Community-Support oder keine so. Nice Aussage, um das mal nett auszudrücken. Ja. Genau, und daran hat es mich halt erinnert und damit kommt man, glaube ich, nicht so weit, so weil das, weiß ich nicht, also fand ich nicht so, hatte nicht so positive Vibes, weißt du? So. Genau. Machen wir weiter und zwar massiv mit seinem Signing Ramo und der Song und dem Song Hunger und Frust. Ja. Yeah. Aus Berlin. Maestro mit dem Song Benza, den hatte ich gerade schon genannt, sorry, der steht hier zweimal in der Liste. Außerdem Lil Lano mit Goya, Mr. Meta mit Flächendeckend, Clap mit seiner Single Richtung Osten, zusammen mit Contra Beats auch wieder. Wieder, ja, die machen ja zusammen, glaube ich, komplette Album, EP, ich weiß es nicht genau, aber die machen zusammen auf jeden Fall, Kollabo. Haben wir ja vorhin erst reingehört, ne? Ja. Und nachdem ja letzte Woche hier Clap hochgelobt wurde von Clark und von allen, die sich den Song angehört haben, ging es jetzt mal in eine andere Richtung. Ja, also geiles komplett Video andere Richtung. Video war auch sehr nice. Viele Anekdoten zu Videospielen. Fortnite hatten wir drin, GTA. Mario, glaube ich, auch. War sehr, sehr nice. Hat Spaß gemacht zu gucken. Und ja, ging auch ganz am Anfang, wo er noch sehr Autotune-lastig gesungen hat, dachte ich, dass es noch in eine ganz andere Richtung geht, komplett weg von dem, was letzte Woche kam. Und dann hat es ein bisschen geswitcht, das Ganze, und ist mehr so, gut für live. So safe, live, auf die Fresse, bisschen springen, tak, tak, war schon nice. Übrigens, jetzt wo du gerade live sagst, das war mein erster Gedanke, als ich Sio gehört habe, dachte ich, okay, das ist ein Live-Ding. Hasch, das ist halt live, wird das richtig krass da auch abgehen wieder. Ja, Mann. Außerdem Trippy Boy und die zweite Lil Lano-Appearance diese Woche auf Satellit. Außerdem Carlo mit seiner Single Sensation. Pete Boateng mit dem Song Rechter Platz. Karas und Payman mit Wieso. Boys in the Hood mit der Single 8. Mayan mit Blue About It. Hat auch letzte Woche schon gedroppt. Hat auch viel Props von uns bekommen. Hör ich auf jeden Fall an, wenn ich zu Hause bin. Ich auch, Mann. Mr. Meta mit Flächendeckend. Habe ich auch gerade schon genannt. Sorry. außerdem kommt Hayes auf dem Song Heiß als Feature. Der Song ist von, kann das irgendjemand aussprechen? Tja, Sarah vielleicht. Sarah, 2 ARA. Hätte ich auch als erstes, Sarah. Ist das erste, was man liest, ne? Mhm. Okay, interessant. Zieh ich mir auch gleich rein, Alter. Lange nichts mehr von Heiß gehört. Ja, außerdem Mann. Bato, Ex-König im Schatten-Member mit Fluss Money Money. Remo und Pay haben sie liebt es zusammen gedroppt. Ado Kojo und Mello 1827 mit Volles Magazin. Limit 29 mit Mortel und GFM. La Familia, Yunus mit Lila Scheine. Rocker mit Inside Out. Alfonso mit WSG kam schon am Dienstag. Und außerdem haben wir ein paar Alben diese Woche bekommen, wie wir schon bereits besprochen haben, von Sido, Ich und keine Maske, außerdem von Negroman Cock, Albumtitel auch, außerdem von Deichkind, wer sagt denn das, von Zucchini, Schmetterlingskacke, das ist das Zucchi-Album für Kinder, sagt mir mein Zettel hier, Locke Nummer 19 mit 059, Genghis mit der EP Am seidenen Faden und natürlich, da geht direkt mein Kabel raus, Dicker, vor lauter Aufregung, das zweite Album von Deutschlands Youngster, Mero. Unikat ist jetzt draußen. Rekordebrecher, wie andere Genicke brechen, bricht Mero Rekorde. Um hier nochmal auch ein Wortspiel zum Ende des Tages reinzubringen. Und eine Referenz zu Loredana.
Oh. Oh. Walla war nicht absichtlich. Das war nicht absichtlich. Nee, 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 nee. Ich bin, mein Hirn ist zu rappig. Also. Ja, ja. Rappig. Ja. Ja, Mann, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Yes, sir. Woche 39 im Kalenderjahr 2019, Release Friday. In the motherfucking building. Das Jahr geht langsam zu Ende, hä? Ey, es ist wild. Also, sehr wild, sehr wild. Ja, der Sommer ist vorbei, der September ist vorbei. Es kommt jetzt wieder in die kältere Jahreszeit, nur noch Regen seit ein paar Tagen. Ich ziehe wieder Jacke an und Tristesse. Ich bin gespannt, wie die Musik uns aus dieser tragödischen Zeit, tragödisch sagt man gar nicht, ne? Aus dieser ekelhaften, regnerischen Zeit befreit. Ja, so. Tatsächlich. Ey, stay tuned. Nur mal so vielleicht als Goodie. Ist Winter jetzt bald, ne? Bruder, hör mir auf. Ich meine nur. Warum sagst du das jetzt? Räubermusik. Ah. Haftalbum vielleicht. Oh. So. Wie viele Winter haben wir das schon gesagt? So. Damit lassen wir euch alleine. Yes, hiphop.de, SO, Jonas, meine Wenigkeit, Aria. Vielen Dank fürs Zugucken. Yes, peace. Schönes Wochenende. Ciao.